Dass Reisen nicht gleich Reisen ist, wissen wir seit Beginn der Pandemie. Mehr als ein halbes Jahr haben die allermeisten Österreicher auf ihre beliebten Ferienziele außerhalb Österreichs verzichten müssen. Mit zunehmenden Lockerungen und dem Grünen Pass kehrte die Hoffnung in die Menschen langsam wieder zurück, dass man bald freies Reisen in der ganzen EU mit dem neuen Grünen Pass genießen wird können. Das bleibt aber vorerst nur reine Theorie. Es ist zwar fix, dass der Pass in Österreich ab 4. Juni und in der EU ab 1. Juli als QR-Code freigeschaltet und damit gültig wird, ein Beschluss dafür wurde aber vertagt. Tourismusländer wie Österreich oder Italien drängten zwar auf eine klare einheitliche Reiseregelung, Länder wie Deutschland oder auch Dänemark stiegen aber massiv auf die Bremse. Konkret bedeutet das, dass man zwar mit Vorlage des QR-Codes abgelesen werden kann, ob die Person geimpft, getestet oder genesen ist, was das im konkreten Fall bedeutet, ist aber unterschiedlich. Die Länder haben sich verpflichtet, nur im Notfall, also bei neuen Covid-Ausbrüchen, Quarantänen usw. So einzuführen. Ab welcher Impfdosis aber eine freie Einreise möglich ist, welche Sperren bzw. wie lange die Tests gelten, das ist nationale Kompetenz. So kann man nach Österreich 22 Tage nach der ersten Impfung einreisen, Deutschland plant erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis einreisen zu lassen. In Österreich sind die gesetzlichen Grundlagen fix. Nach einer Einigung von ÖVP, Grünen und SPÖ wird das Gesetz heute im Nationalrat beschlossen. Die SPÖ freut sich, die geplanten Datenspeicherungen abgewendet zu haben.